Hallo. Heute möchte ich mit euch das Wunder der sieben Himmel aus dem Koran diskutieren. Und auch wenn das Wunder schon ein paar Mal widerlegt worden ist, ich denke, es lohnt sich dran zu bleiben, denn am Ende werden wir einen interessanten Blick in die exakte und hochwissenschaftliche Recherche von Harun Yahya werfen können. Ausgangspunkt des Wunders ist, dass der Koran an mehreren Stellen von sieben Himmeln spricht. Hier zum Beispiel eine der entsprechenden Suren. Ich zitiere: Dann wandte er sich dem Himmel zu, welcher noch Rauch war. So vollendete er sie in zwei Tagen als sieben Himmel und teilte jedem Himmel seine Aufgaben zu. Um zu sehen, wie einige Muslime dies als Wunder interpretieren, ist es mal wieder nötig, Harun Yahyas Homepage aufzusuchen. Hier schreibt Yahya, ich zitiere: Das Wort Himmel, das in vielen Versen des Koran verwendet wird, um das ganze Universum auszudrücken, meint auch den Himmel der Erde. Wenn wir an diese Bedeutung des Wortes denken, kommen wir zu dem Schluss, dass der Himmel der Erde, mit anderen Worten die Atmosphäre, aus sieben Schichten besteht. Dann hier weiter: Der Himmel in der schichtbaren Weise, der im Vers beschrieben wird, drückt zweifellos die Atmosphäre in bester Weise aus. Daraus folgt Harun Yahya, dass diese Kenntnisse, die ohne die Technologie des 20. Jahrhunderts nie bestimmt werden könnten, im Koran ganz offenbar mitgeteilt werden, der vor 1400 Jahren hinabgesandt worden ist, ist ein weiteres großes Wunder. Um dieses Wunder näher zu beleuchten, wollen wir doch mal schauen, was der Koran sonst noch so über die sieben Himmel sagt. Und da werden wir bei Sure 37, Vers 6 fündig. Ich zitiere: Wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck ausgeschmückt, den Sternen, die einen Schutz vor jedem aufrührerischen Satan bilden. Hier haben wir gleich vier verschiedene Übersetzungen auf einen Blick. Es heißt hier überall unterster Himmel oder der Himmel, der der Erde am nächsten ist. Das heißt, hier ist ganz offenbar von jenem Himmel die Rede, der in Schichten unterteilt ist. Das geht auch noch aus weiteren Versen hervor, zum Beispiel Sure 67, Vers 5. Das heißt, der unterste Himmel entspricht demnach unserem Universum und somit kann hier keine atmosphärische Schicht gemeint sein. Das wäre ein erster Hinweis dafür, dass es sich hier nicht um ein Wunder handelt. Ein zweiter Hinweis ist die Tatsache, dass es die Vorstellung von sieben übereinander geschichteten Himmeln schon lange vor dem Koran gab und diese zumindest in anderen Quellen einen sehr menschlichen Hintergrund hat. Bereits der griechische Philosoph Aristoteles hat den Himmel in sieben übereinander liegende Schalen eingeteilt. Und Aristoteles lebte 900 Jahre vor Mohammed und damit der Entstehung des Koran. Der Grund der Vorstellung der sieben Himmel in der Antike war, dass man sieben bewegliche Objekte am Himmel gesehen hat und so gedacht hat, dass diese sieben beweglichen Objekte in verschiedenen Schichten übereinander gestapelt sind. Diese Schalen haben sich kreisförmig bewegt. Die Vorstellung von sieben Himmeln hat sich also schon früh in vorgeschichtlichen Kulturen verankert, weil die Menschen sieben bewegliche Objekte am Himmel gesehen haben. Das Bild der sieben Himmel findet sich folglich in mehreren antiken Kulturen und ist auch Teil der jüdischen. Laut dem Talmud und dem Midrasch befinden sich über der Erde sieben übereinander geschichtete Himmel. Und im obersten Himmel, dem Aravot, wohnen Gott, die Gerechten und die Engel. Zusammenfassend, der Koran bringt zumindest hinsichtlich der sieben Himmel nichts Neues. Sieben übereinander geschichtete Himmel sind eine uralte, antike Vorstellung, der ein veraltetes und falsches Weltbild zugrunde liegt. Und ob der Koran hier auch dieses antike Weltbild vertritt, diese Überlegung ist euch überlassen. Auf jeden Fall haben wir also auch hier einen Beleg dafür, dass es sich nicht um ein Wunder handelt. Zu guter Letzt aber noch die Frage, wie Harun Yahya die sieben Himmel mit der Atmosphäre eigentlich verknüpft. Wie kommt er eigentlich auf diese atmosphärischen sieben Schichten? Zunächst einmal stoßen wir auf das Problem, dass Harun Yahya die sieben Schichten in seinem Text nicht benennt. Das ist ganz offenbar eine beliebte Taktik von ihm. So nennt er uns in seinem Pharaonenvideo ja beispielsweise auch nicht den Namen des Pharaos, um den es da eigentlich die ganze Zeit geht. Auf seiner Homepage sehen wir jedoch eine Grafik, in der er Schichten angibt. Ich lese mal vor: Ionosphäre, Thermosphäre, Mesosphäre, Stratosphäre, Ozonosphäre und Troposphäre. Hat einer mitgezählt? Genau, es sind nur sechs. Das hilft uns also so nicht weiter. Schauen wir doch mal, was andere Quellen sagen. Auf unabhängigen Seiten finden wir die Atmosphäre üblicherweise in vier, fünf oder sechs Schichten unterteilt. Quellen findet ihr wie immer rechts bei Informationen. Ich zitiere mal beispielsweise von astronomie.de: Die Atmosphäre wird entsprechend ihres positiven oder negativen Temperaturgradientens in die vier Schichten Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre und Thermosphäre unterteilt. Darüber kommt noch die Exosphäre, die den Übergang in den Weltraum markiert. Diese wird meistens nicht als eine wirkliche Schicht gezählt.
Hier sind es also 4 bzw. 5 Schichten, nach denen die Atmosphäre unterteilt wird. Ich habe euch rechts noch mehr Quellen eingestellt, die die Atmosphäre nicht in 7 Schichten einteilen. Ich würde euch mal empfehlen, ein bisschen rumzugoogeln, um zu schauen, wie die Atmosphäre so üblicherweise eingeteilt wird. Natürlich gibt es von dieser Einteilung auch Abweichungen, denn je nachdem, wie man die Atmosphäre einteilt, gibt es verschiedene Schichten. Die Unterteilung, die beispielsweise Astronomie.de vornimmt, erfolgt nach dem Temperaturverlauf. Es mag sein, dass es auch irgendwo in den Weiten des Internets Einteilungen in 7 Schichten gibt. Also, wie ich ja schon sagte, man kann die Einteilung fast beliebig vornehmen. Aber solche standardmäßigen Einteilungen in 7 Schichten sind mir zumindest nicht bekannt. Und ganz offensichtlich sind sie auch Harun Yahya nicht bekannt. Auf seiner Webseite gibt er nämlich als Quelle für die Unterteilung in 7 Schichten das Limited Fine Mesh Modell an. Und hier macht Yahya den großen Fehler, uns einen Link zu seiner Quelle zu hinterlassen. Anscheinend in der Hoffnung, dass niemand draufklickt und nachprüft, wovon er hier eigentlich spricht, beziehungsweise sich die Quelle mal genauer ansieht. Denn wenn wir diesem Link folgen, sehen wir, dass Harun Yahya uns ganz vorsätzlich und gezielt Quatsch erzählt. Bei seiner Quelle geht es nämlich um eine artifizielle Unterteilung in Atmosphärenschichten als Modell für Wettervorhersagen. Und auf dieser Seite werden uns ganze 4 verschiedene Modelle vorgestellt. Das Limited Fine Mesh Modell hat 7 Schichten, die Zahl stimmt wenigstens soweit. Aber hier sind auch zum Beispiel das Nested Grid Modell mit 16 Schichten oder das Spektralmodell mit 12 Schichten oder das 3-Schichten-Modell mit 3 Schichten. Also hier hat bereits Harun Yahya schon mal sehr willkürlich ausgewählt. Und dann hat er auch noch ein Wettervorhersagemodell genommen, was gar nichts mit einer natürlichen Unterteilung in Atmosphärenschichten zu tun hat. Hier werden nämlich lediglich 7 Schichten ganz willkürlich festgelegt, das ist alles. Und wie das mal so gar nichts mit einer seriösen Unterteilung in natürliche Atmosphärenschichten zu tun hat, das werde ich euch jetzt beweisen. Und dafür verwende ich Yahyas wunderbare Grafik hier. Das Limited Fine Mesh Modell definiert die erste Schicht für direkt über der Erde. Dann sind die nächsten 3 Schichten in der Troposphäre und 3 Schichten in der Stratosphäre. Ja, und dann ist auch schon Ende mit den 7 Himmeln, denn bis hierhin geht die Wettervorhersage. Hier muss man sagen, ist mal wieder echt alles falsch. Zumindest hätte Yahya sich hier irgendwo im Internet ein Modell raussuchen können, das wirklich die Atmosphäre in 7 natürliche Einheiten unterteilt. Aber das hier ist wirklich gezielte und absichtliche Irreführung und, ich kann es nicht anders sagen, Verarsche. Nun, ich kann mir denken, dass jetzt einige Muslime unter euch beleidigt und wütend auf mich sind. Ihr denkt, ich bin vom Satan und will den Islam schlecht machen und bin ein Lügner oder sowas. Aber seid mal ehrlich zu euch selber. Was ich hier mache, ist lediglich mit den Quellen arbeiten, die Harun Yahya selber angibt. Ich zeige euch, was Yahya hier erzählt, nichts anderes. Und wenn ihr jetzt wütend seid, dann beschwert euch bei Yahya und nicht bei mir. Ich kann da nichts für. Ich zeige hier nur das, was er sagt. Und das ist alles. Okay, dann wollen wir das Elend einmal zusammenfassen. Erstens, aus dem Koran geht ziemlich klar hervor, dass mit den Himmeln nicht die 7 Schichten der Atmosphäre gemeint sein können. Zweitens, schon lange vor dem Koran gab es ein Weltbild mit 7 Himmeln. Der Koran hat diesbezüglich nichts Neues gebracht. Und drittens, die Einteilung der atmosphärischen Schichten geschieht willkürlich. Sie ist nach einer völlig falschen Quelle erfolgt und ganz nach dem Gusto des Wundersuchenden. Ja, und wenn ich das jetzt so sehe, dann kann ich wieder nur an euch appellieren, untersucht diese Wunder kritisch. Lasst euch nicht so verarschen. Nicht auf diese Weise. Ich kriege ständig Mails von Muslimen, dass ich doch mal dieses Wunder der 7 Himmel ansehen soll. Das sei ein echtes Wunder. Ich meine, wie kann es sein, dass ich ständig solche Mails bekomme, wenn die ganze Auflösung dazu nur einen Mausklick weit entfernt ist? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer MK.